Kapitel 2 der Vorlesung Information Retrieval. Architektur einer Suchmaschine. Evaluierung. Jede der zahlreichen Komponenten, aus denen eine Suchmaschine besteht, hat einen mehr oder weniger großen Einfluss auf ihre Effektivität und ihre Effizienz. Die Umsetzung der Komponenten in Programmcode erfordert zahllose Designentscheidungen. Und bei nur sehr wenigen davon ist von vornherein klar, welche der unzähligen alternativen Möglichkeiten, eine Komponente zu implementieren, die Effektivität der Suchmaschine maximiert. Fragen der Effizienz können gegebenenfalls im Vorhinein geklärt werden. Jedoch nützt einem die schnellste Suchmaschine nichts, wenn ihre Suchergebnisse ihren Nutzern und Nutzerinnen nicht dabei helfen, ihre Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung einer Suchmaschine ist daher ihre Evaluierung. Im Allgemeinen dienen Evaluierungen dazu, die Fähigkeiten des zu untersuchenden Subjekts, hier eine Suchmaschine, bezüglich einer Zielvorgabe einzuschätzen. Evaluierungen sollen dabei helfen, gezielt Einsichten in die Funktionsweise einer Suchmaschine zu gewinnen und Entscheidungen darüber treffen zu können, welche Änderungen sich positiv oder negativ auswirken. Damit ist nicht nur die Evaluierung der Qualität einzelner Komponenten gemeint, sondern vor allem auch die Evaluierung des Zusammenspiels der Komponenten. Letztendlich ist das vorrangigste Kriterium die Qualität der Suchergebnisse selbst. Grundlegend werden Suchmaschinen auf drei Wegen evaluiert. Bei der Retrieval-Analyse wird das Retrieval-Modell einer Suchmaschine betrachtet. Hier geht es vor allem darum, festzustellen, ob eine Suchmaschine in der Lage ist, relevante Ergebnisse für Anfragen zu finden. Dazu werden eine Reihe von Anfragen vordefiniert und für diese festgestellt, welche Dokumente relevant und welche irrelevant sind. Auf diese Weise wird es möglich, zu testen, inwieweit eine Suchmaschine in der Lage ist, relevante Dokumente wiederzufinden. Mit geeigneten Maßen wird der Erfolg hierbei quantifiziert. Jede Änderung an Komponenten kann so quasi automatisch evaluiert werden. Suchmaschinen, die schon im Produktivbetrieb sind und von hinreichend vielen Nutzerinnen und Nutzern verwendet werden, können mit Hilfe von AB-Tests evaluiert werden. Veränderungen an der Suchmaschine werden hier nur einer Teilmenge der Nutzerbasis verfügbar gemacht, um dann durch Aufzeichnung von Interaktionslogs herauszufinden, ob diese Teilmenge mehr Erfolg bei der Suche hat. Bei der Analyse der User Experience geht es darüber hinaus darum, herauszufinden, wie zufrieden die Nutzer mit der Suchmaschine sind, und zwar über die Qualität der Suchergebnisse hinaus. Auch hier werden vornehmlich AB-Tests und Log-Analysen eingesetzt. Die Analyse der Laufzeit einer Suchmaschine betrifft den Durchsatz an Anfragen pro Sekunde und die Latenz, mit der Antworten im Schnitt ausgeliefert werden. Auch hier können Anfragelogs dienen, um neue Varianten einer Suchmaschine realistischen Bedingungen auszusetzen. Die Architektur moderner Suchmaschinen ist verhältnismäßig komplex. Es gibt viele Bestandteile, die einander beeinflussen und die gesondert von anderen Bestandteilen optimiert und betrachtet werden können. Letztlich muss aber jeder Bestandteil einen Beitrag zum Ziel des effektiven Retrievals leisten.